Maria Furtwängler Burda, geboren am 13. September 1966 in München, ist eine deutsche Schauspielerin, die seit 2002 vor allem durch ihre Rolle als Tatortkommissarin Charlotte Lindholm bekannt ist. Bevor sie sich 2001 ganz ihrer Schauspielkarriere widmete, war sie Ärztin. Maria ist die Tochter der Schauspielerin Katrin Ackermann und des Architekten Bernhard Furtwängler. Sie hat zwei Brüder, David Furtwängler, einen Fußballtrainer, und Felix Furtwängler, einen Mathematiklehrer. Ihr Urgroßvater war der berühmte Dirigent Wilhelm Furtwängler, ihre Urgroßmutter die Politikerin Katharina von Kardorff-Ohe-Imp. Nach dem Abitur studierte Maria Medizin an der Universität Montpellier in Frankreich und promovierte 1996 an der Technischen Universität München. Sie arbeitete als Ärztin, bevor sie sich ganz der Schauspielerei zuwandte. Maria lernte 1985 bei der zweiten Hochzeit ihres Vaters den Verleger Hubert Burda kennen und heiratete ihn am 8. November 1991. Sie haben einen 1990 geborenen Sohn und eine 1992 geborene Tochter namens Elisabeth. Ihre Ehe verlief jedoch nicht ohne Stürme und im August 2022 wurde die Trennung des Paares bekannt gegeben. Im Leben von Maria Furtwängler mangelte es nicht an Freuden und Sorgen. Sie erlebte glückliche Momente, als sie beruflich erfolgreich war und eine gemütliche Familie hatte. Allerdings war sie auch mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert. Probleme in ihrem Eheleben und der Druck durch ihre Karriere ließen sie zeitweise müde werden. Maria begann ihre Schauspielkarriere schon sehr früh, als sie in der TV-Serie Farewell Chrysanthemums unter der Regie ihres Onkels Florian Furtwängler auftrat. Ihre erste Rolle spielte sie von 1987 bis 1993 in der Fernsehserie Happy Family. Danach wirkte sie in vielen weiteren berühmten Filmen wie Die achte Todsünde, Geisterjagd, Die Flucht, Räuber Kneißl und Schicksalsjahre mit. Obwohl sie in ihrer Schauspielkarriere viele Erfolge erzielen konnte, hat Maria auch viele Misserfolge und Herausforderungen erlebt. Erfolglose Rollen und Arbeitsdruck machen sie manchmal müde. Allerdings ist Maria stets standhaft und stets bemüht, Schwierigkeiten zu überwinden. Mit Talent und Engagement hat Maria in ihrer Karriere viele große Erfolge erzielt und gilt als eine der besten Schauspielerinnen Deutschlands. Ihr Ziel ist es immer, hochwertige Rollen zu vermitteln und das Publikum zu begeistern. Auch wenn ihr Familienleben turbulent war, bewahrte Maria Furtwängler stets ihren Glauben und ihre Liebe zu ihren Kindern. Sie versucht stets, ein glückliches Familienleben und ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben aufrechtzuerhalten. Maria Furtwängler Burda hat durch die Freuden und Leiden ihres Lebens bewiesen, dass Entschlossenheit und Leidenschaft helfen können, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Ihr Leben ist eine inspirierende Geschichte von Stärke und Entschlossenheit, die trotz vieler Herausforderungen und Tragödien immer weiter wächst. Maria Furtwängler Burda ist in ihrer Schauspielkarriere weiterhin erfolgreich, steht aber auch privat vor großen Herausforderungen. Ihre Karriere, insbesondere ihre Rolle als Ermittlerin Charlotte Lindholm in der Serie Tatort, hat ihr zu einer der beliebtesten und angesehensten Schauspielerinnen Deutschlands verholfen. Marias Fähigkeit, ihren Charakter zu verkörpern, brachte ihr nicht nur viele prestigeträchtige Auszeichnungen ein, sondern half ihr auch, eine große Anzahl treuer Fans aufzubauen. Neben der Schauspielerei beteiligt sich Maria auch an vielen Wohltätigkeits- und Sozialaktivitäten. Sie setzt sich aktiv für die Rechte von Frauen und Kindern ein und beteiligt sich an zahlreichen Kampagnen, um das Bewusstsein für wichtige gesellschaftliche Themen zu schärfen.
Ihre Beiträge auf diesem Gebiet wurden von vielen internationalen Organisationen anerkannt und gewürdigt. Allerdings besteht Marias Leben nicht nur aus Ruhm. Die Trennung von ihrem Mann Hubert Burda hinterließ bei ihr viel Kummer und Schwierigkeiten. Nach mehr als 3 gemeinsamen Jahrzehnten ist die Trennung nicht nur ein großer emotionaler Schock, sondern auch eine große Herausforderung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Maria ist alleinerziehende Mutter und hat Mühe, eine gute Beziehung zu ihren Kindern aufrechtzuerhalten. Diese Misserfolge und Schwierigkeiten haben Maria nicht gebremst. Im Gegenteil, sie machen sie stärker und entschlossener. Maria entschied sich, Herausforderungen mit Entschlossenheit und Mut anzugehen. Sie beteiligt sich weiterhin an Kunst- und Wohltätigkeitsprojekten und findet gleichzeitig Freude und Trost in den einfachen Dingen des Alltags. Im Alter von 78 Jahren hat Maria Furtwängler-Burda eine neue Liebe in ihrem Leben erkannt, die ihr viel Freude und Trost gebracht hat. Neue Liebe hilft ihr nicht nur, vergangene Schmerzen zu überwinden, sondern gibt ihr auch ein neues Gefühl und Hoffnung für die Zukunft. Dies ist ein Beweis dafür, dass Maria trotz vieler Höhen und Tiefen immer noch Licht und Glauben im Leben hat. Der OECD-Maßstab, Singapur und Deutschland. Wenn wir zum Beispiel jetzt uns anschauen, wer hat denn, wo haben Schulen eine vergleichende Zielperspektive? In Singapur ist das in jeder Schule der Fall, in Deutschland ist es etwa in 50% der Schulen der Fall. Wie oft unterhalten sich Schulen mit externen Experten? Experten, die von außerhalb kommen. In Singapur mindestens 2/3 der Schulen, in Deutschland weniger als 20% der Schulen. Wenn man sich anschaut, Teacher Mentoring, da kommt ein neuer Lehrer von der Ausbildung in die Schule. Von wem lernt er jetzt? In Singapur kann sich darauf verlassen, jeder neue Lehrer bekommt Unterstützung vom Lehrerkollegium. Mit einem Mentoring-System, das sehr systematisch ist, sehr zeitintensiv ist, gut bezahlt ist. In Deutschland findet das auch statt, aber nur etwa bei 35% der Lehrer. Und so weiter. Externe Evaluation, interne. Ich will das gar nicht hier weiter herausnehmen. Und es ist nicht, dass gute Bildungssysteme eines dieser Instrumente nutzen, sondern gute Bildungssysteme nutzen ein breites Spektrum dieser Instrumente. Ich zeige Ihnen dazu mal ein Video aus Singapur, das ich dort vor einiger Zeit aufgenommen habe. Ich hoffe, es funktioniert. Also noch einmal, dieses ständige Hin und Her, jeden Tag im Grunde schauen meine Kollegen und ich mir selber verschiedene Unterrichtssequenzen an. Wir arbeiten gemeinsam daran, neue Unterrichtspraxis zu entwickeln. Meine Aufgabe als Lehrer ist nicht nur, das umzusetzen, was von oben kommt, sondern wirklich neue Unterrichtspraxis zu entwickeln. Dazu verbringe ich 100 Stunden jedes Jahr, auch in einer Universität. Ein anderes Konzept, man denkt jetzt, oh, diese tolle Ausstattung, die Sie da gesehen haben, na, das ist alles so teuer. Singapur gibt etwa die Hälfte pro Schüler aus wie Deutschland. Das ist nicht unbedingt ein Kostenfaktor, sondern die geben ihr Geld wirklich so aus, dass sie genau diese Dinge entsprechend fördern können. Letzter Punkt, den ich betonen möchte, ist, die Ressourcen dort zu investieren, wo sie wirklich auch am meisten bringen. Was wir von Ländern wie China lernen können, Japan, wie wir die besten Lehrer für die schwierigsten Klassen gewinnen, wie wir die kreativsten Schulleiter für die Problemschulen gewinnen können. Wie machen die das? Geld spielt eine kleine Rolle, aber nicht die entscheidende. Der entscheidende Punkt in Karriere. Angenommen, Sie sind Schulleiter in einer fantastischen Schule in Shanghai, einer der Elite-Schulen.